Meine besten zwei Snacks, die ihr unterwegs mitnehmen könnt. Boah. Alles gut, mi gente. Todo bien? Bald ist September und für viele von euch geht wieder Schule, Ausbildung, Studium oder was weiß ich los. Außer für mich. Naja, das wäre vielleicht auch eine Option mal für mich. Daher zeige ich euch meine besten zwei Snacks, die ihr unterwegs mitnehmen könnt. Aber warte, da fehlt noch was. Auf geht's! Ihr kennt es ganz bestimmt. Der eine, der immer seine Wurstbox mit dabei hat, sie aufmacht und dann die ganze Klasse stinkt bis zum geht nicht mehr. Mit unserem BLT Sandwich ist das nicht mehr der Fall. Für die, die es nicht wissen, BLT steht für Bacon, Lettuce, also Salat und Tomaten. Es ist fast schon erschreckend, wie einfach das geht. Als Bacon-Ersatz nehmt ihr einfach rohen Räuchertofu, den könnt ihr generell einfach so essen, dadurch sehr, sehr viele Proteine, Salat, Tomaten und Hummus. Die Kombi ist mega geil, ihr könnt es überall hin mitnehmen, easy einpacken und sofort genießen. Kostet mir den Spaß? Richtig geil. Da fällt mir noch was spontan ein. Wer Bock hat und es ein bisschen schärfer mag, der kann auch ein bisschen Sriracha-Soße. Gott sei Dank nicht am Boden. Vertraut mir, macht dieses Sandwich nach und kauft euch nicht mehr diese ekelhaften 2 Euro Wurstbrote, die euch nicht mehr satt machen. Also das hat es wirklich in sich. Das nächste Rezept ist auch wieder so stinkeinfach und auch super günstig. Ich habe nämlich heute darauf geachtet, dass ich kein Proteinpulver oder dergleichen verwende, weil viele Schüler, Studenten auch nicht unbedingt das Geld für Proteinpulver immer ausgeben wollen jeden Monat. Deswegen gibt es hier einen super leckeren Smoothie ohne Proteinpulver. Seht selbst. Wir geben in den Shake zuerst, nämlich die Haferflocken, zuerst die Flüssigkeit rein. Kokos-Reisdrink, ganz wichtig, schmeckt doch mega geil. Dann hauen wir noch ein paar Haferflocken rein. Cheers an! Ein paar Cashewnüsse, eine reife Banane und noch für die Süße ein bisschen Agavendicksaft, etwas Zimt und dieses Vanillezeugs zum Backen. Deckel drauf und ab die Post. Wir schnappen uns natürlich den Wikingerbecher, um unsere harte Männlichkeit zu beweisen. Gießen wir mal einen Shake rein. Uff, bis deppert war das knapp. Vanille-Bananen-Smoothie kostet mir mal den Spaß. Das schmeckt wirklich lecker, muss ich sagen. Auch wenn da kein Proteinpulver drin ist. Jeder kann diesen Shake easy nachmachen. Kostet sau wenig und könnt ihr überall hin easy mitnehmen. Und das ist das Wichtige. Das waren meine zwei liebsten Rezepte, die ich auch gerne früher in die Schule mitgenommen habe. Einige wissen das wahrscheinlich noch. Das waren wilde Zeiten. Ich hoffe, ich konnte vielen von euch weiterhelfen, die jetzt in Kürze dann wieder Schule, Ausbildung und so weiter haben. Denn jetzt wisst ihr, ihr braucht nicht mehr in der Kantine euer Essen ausgeben, sondern könnt es easy zu Hause zubereiten und mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Das tut euch überhaupt nicht weh, sondern hilft mir nur. Und abonniert diesen Kanal gerne für mehr. Und wir sehen uns immer mittwochs und sonntags um 18 Uhr hier. Also, adios mi gente, haut rein!